Keller des Mätres. Natürlich durften er und seine Gemahlin nichts davon erfahren, da sie es niemals gut geheißen hätten. Amalie, dies zauberhafte Geschöpf, sollte nämlich den Sohn eines mit der Familie befreundeten, reichen Kaufmannes ehelichen. Aber erst in einigen Monaten, nachdem meine Angebetete ihren 16. Geburtstag gefeiert hatte. Doch das wissen Sie ja bereits, da wir einander auf genau dieser Festlichkeit vorgestellt wurden, nicht wahr? Ihr Nicken zeigt mir, dass wir uns verstehen. Dieses Gefühl hatte ich gleich von Anfang an. Ihnen konnte und kann ich mich noch anvertrauen, wofür ich unendlich dankbar bin. Selbst wenn mir der Schmerz, der mich immer wieder zu übermannen droht, doch zu schön, um wahr zu sein, vorkommt. Ihn zu ertragen lohnt sich, wie mir mein Blick zur Seite zeigt. Ich sehe Amalie natürlich nicht gerne so da liegen, aber das Lächeln auf ihrem Antlitz deutet mir an, dass wir beide auf dem gleichen Weg sind, den nur wir bestreiten werden. Gerade, weil wir dies gemeinsam tun. Aber ich sollte besser dabei bleiben, woher wir kamen und nicht wohin wir gehen, denn ich bezweifle, dass sie uns zu folgen bereit sind, oder? Das Schütteln ihres Kopfes sagt mir das wohl nicht. Ich wusste es. Nur ihr sanftes Lächeln, das ihre Bewegung dabei begleitet, lässt mich kurz stutzen. Wenn da nicht etwas Geheimnisvolles mitgeschwungen hätte, wäre es mir nicht einmal aufgefallen. Doch das will nichts heißen. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, bei meiner Amalie und unserem Dilemma. Wir wollten, aber durften nicht, und sie und ihr Versprochener durften, aber wollten nicht zusammen sein. Sowohl sie als auch er. Wobei er sich dagegen weniger zu sträuben schien. Nicht vor den Augen seiner Eltern und denen von Amaliens Seite. Sie hatte es jedoch einmal ihrer Mutter gegenüber geäußert, zaghaft wohl, wie es sich für ein Mädchen ihres Alters und ihres Standes geziemte. Natürlich war das bei ihrem Herrn Vater völlig unmöglich und gleichermaßen nutzlos, wie wir Tage später auf die unterschiedlichste Weise feststellen durften. Ihr sah man es lange Zeit an, wenn auch nur unter einer dicken Schicht Puder verborgen. Er verdeckte den blauen Fleck, der davon stammte, dass er sie zur Strafe geschlagen hatte. Ich brauchte kein Gesichtspulver, der mein Beschämen überdecken konnte, das mich befiel, als ich sie so sehen musste. Doch das Bedauern darüber auf ihrer Seite und der Zorn auf meiner Seite halfen alles nichts. Fortan waren weitere Treffen nur seltener, obwohl sie wiederholte Züchtigungen von Seiten ihres Vaters befürchten ließen, aber zu unserem Glück nicht völlig unmöglich. So verzerrten wir uns nacheinander und oftmals besuchte sie, häufiger als vormals, ihre Tante oder erledigte Besorgungen mit ihrer Mutter zu Zeiten, wo sie mir sonst zu Hause über den Weg gelaufen wäre. So versuchte man uns voneinander fernzuhalten und wenn möglich zu entzweien. Dennoch sahen wir uns immer mal wieder und unsere Bande schienen dadurch nur noch enger zu werden. Da ich wusste, dass dies nicht nur mir so erging, fühlte ich mich dank der Gewissheit ihrer Zuneigung gefestigt. Außerdem bestärkte mich die aufwallende Verzweiflung, die in mir emporstieg, wenn ich an das bevorstehende Geburtstagsfest denken musste, darin, dort ihrem Vater offen gegenüberzutreten und ihn zur Rede zu stellen. Wohin dies führte, wissen Sie schon noch, ja? Sie nicken stumm. Und wieder huscht dieses kaum merkliche Schmunzeln über ihr Antlitz, welches unter ihrem Zylinder im Schatten bleibt. Wäre ich nicht im Dahinscheiden begriffen und hätte sich meine Sicht dadurch nicht verschlechtert, wäre es mir womöglich deutlicher aufgefallen. So gleicht das blitzschnelle Huschen mehr einem Schleichen, schwer zu entdecken und irgendwie wenig zu deuten. Dabei fällt mir auch wieder ein, dass ich sie kurz vor meinem mutigen Aufbegehren dem Vater Amalies gegenüber mit meiner Angebeteten zusammenstehen sah. Sie wirkte zuerst sehr besorgt, aber nach einem kurzen Augenblick und sicherlich tröstlichen Worten ihrerseits wich dieser Ausdruck in ihrem Gesicht einer Zufriedenheit, die mich freudig stimmte. Vielleicht verraten Sie mir ja, was Sie zu ihr gesagt hatten. Keine Antwort von Ihnen?